We have a go for main engine start. We have main. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute mit dem Thema Zeit. Ja, Zeit. Was hat es mit der Zeit auf sich? Ich habe mir die letzten Tage so ein bisschen Gedanken über das Thema Zeit gemacht, weil es ja in unserer Gesellschaft so zu sein scheint, dass wir alle keine Zeit mehr haben. Jeder fühlt sich irgendwie gehetzt, alles muss schnell gehen, wir kriegen unsere Aufgaben nicht erledigt. Irgendwie fühlt sich das so an, als ob wir ständig gehetzt sind und ständig dabei sind, unseren Aufgaben, die wir erledigen sollen, nachzulaufen. Diesen Trend, den sieht man auch natürlich in den sozialen Medien. Dieses Wort Mehrwert habt ihr sicherlich auch schon öfters mal gehört. Überall hört man nur noch Mehrwert. Also es ist nur noch erlaubt, irgendetwas zu posten oder zu sagen oder mitzuteilen, was gefälligst einen Mehrwert jemandem geben muss. Also man darf nicht mehr einfach so mal seine Meinung sagen oder seine Gedanken teilen. Nein, es muss unbedingt einen Mehrwert geben, weil unsere Zeit so kostbar ist, dass wir uns mit belanglosen Dingen nicht mehr auseinandersetzen dürfen. Dieses Video soll euch ein wenig zum Nachdenken anregen, vielleicht den ein oder anderen Impuls hier oder da setzen, dass wir über dieses Thema Zeit und wie wir mit unserer Zeit umgehen, vielleicht mal ein bisschen nachdenken können und mal von einer anderen Sichtweise dahinschauen. Und deswegen wird dieses Video auch dementsprechend entspannt sein. Wenn man sich zum Beispiel auf YouTube einen Kanal aufbauen will, dann guckt man sich diese Ratgeber an. Und wenn man sich diese Ratgeber da so anschaut, dann merkst du ziemlich schnell, okay, es kommt nur darauf an, die Videos immer schneller zu machen, immer die Zeiten, so wie jetzt gerade, diese Zwischenräume quasi, zwischen den Sätzen, immer schneller zu machen, also immer kürzer. Also das quasi keine Zeit mehr zwischen diesen Leerräumen, die ja normalerweise entstehen, wenn man redet und wenn man kurz über etwas nachdenkt, die werden alle weggekappt. Also das ist einer von diesen Tipps, die man da bekommt, dass diese Zeiten gefälligst wegzuschneiden sind, weil die User das so wollen. Wollen wir das überhaupt? Und damit werden die Videos vielleicht kürzer und es ist nur noch eine Aneinanderreihung an Sätzen. Also der User, die User Experience, geht in meinen Augen ja runter. Weil derjenige, der sich das Video anschaut, kriegt zwar unglaublich viele Informationen und kürzerer Zeit und es scheint auch kurzweilig zu sein, aber ich habe überhaupt keine Zeit mehr, über die Dinge nachzudenken und zu reflektieren. Und so bewegen wir uns auch durch die Welt. Wir kriegen eine Information nach der anderen, egal ob von welchem Kanal sie jetzt kommen mag, aus dem Radio, aus dem Fernsehen, vom Internet, vom Handy, vom Computer, von Menschen, mit denen wir uns unterhalten. Wir bekommen am Tag so viele Informationen, aber wir können mit diesen Informationen oft nichts mehr anfangen, weil es einfach zu viele sind. Also es gibt eine Information, dann kommt die nächste, dann kommt die nächste, dann kommt die nächste, dann kommt die nächste und irgendwann rutscht alles runter. Also ohne, dass wir mit dieser Information was anfangen konnten, wenn es uns an Informationen mangeln sollte, was ja meiner Meinung nach überhaupt nicht der Fall ist. Wir haben sehr, sehr viele Informationen. Alles steht uns zur Verfügung heutzutage. Vor 20 Jahren sah das noch anders aus oder vor 30 Jahren. Da musste man ja, Menschen fragen oder in die Bibliothek gehen, um sich Informationen zu besorgen. Und jetzt sind wir so gesegnet mit dem Zeitalter der Informationen, dass wir schon viel zu viele Informationen haben und gar nichts mehr damit anfangen können. Also das ist ein durchlaufender Posten quasi und es werden nur noch Fragmente von diesen Informationen behalten. Und so laufen wir dann durch die Welt mit Fragmenten von Informationen, die wir haben, ohne eine Sache mal vielleicht richtig durchgedacht zu haben, ohne uns mal Gedanken darüber gemacht zu haben, ohne das mal vielleicht mit anderen Menschen diskutiert zu haben. Also die Informationen stehen uns alle zur Verfügung. Müsste es dann nicht im Umkehrschluss so sein, also wenn das Einzige, was wir benötigen, Informationen sind, dass wir alles schon können müssten. Also wir müssten alle 7 Sprachen sprechen, wir müssten alle 5 Bücher in der Woche lesen können mit diesen tollen Apps oder hören können. Wir müssten alle schlank sein, wir müssten alle gesund sein und wir müssten alle glücklich sein und ausgeglichen. Also das wäre jetzt so mein Gedanke, wenn alles, was uns fehlt, einfach Informationen wären. Dem scheint aber nicht so zu sein. Also die Menschen werden ja nicht glücklicher, schlanker, gesünder, ausgeglichener, nur weil wir Informationen haben. Eher scheint es mir so, dass genau das Gegenteil stattfindet, da wir so viele Informationen haben, dass wir gar nicht mehr wissen,
wofür wir uns entscheiden sollen, was wir tun sollen, welche Informationen wir nehmen sollen. Ich meine, klar, es hat uns ja auch nie jemand beigebracht, mit diesen Informationen umzugehen und mit dieser Informationsflut umzugehen. Wir haben ja nicht nur Informationen und Nachrichten und Sachthemen, die wir uns tagtäglich reinziehen, sondern da kommen ja auch in den sozialen Medien noch Geschichten dazu, Kommentare, Texte, die wir lesen, eine ganze Menge weiterer Informationen kommen noch zusätzlich da oben drauf. Nun stehen wir da mit diesen ganzen Informationen und sind quasi ja, in die Handlungsunfähigkeit werden wir gezwungen. Und warum fühlen wir uns dann alle so unter Druck gesetzt und gehetzt? Warum haben wir ständig das Gefühl, dass wir nicht genug Zeit haben für diese ganzen tollen Aufgaben, die wir erledigen müssen? Warum lassen wir uns nicht mal Zeit bei irgendetwas? Also wir versuchen immer mehr zu machen, wir versuchen immer effizienter zu werden. Es gibt tausende Apps und Ratgeber, wie wir effizient werden können, wie wir mit 4 Stunden Arbeit in der Woche erfolgreich und wohlhabend werden können. Warum haben wir quasi das Gefühl, trotz dieser ganzen Ratgeber und Tipps und Apps, die es da gibt, nichts zu schaffen? Vielleicht, weil wir uns in dieses Hamsterrad begeben haben, damit wir immer schneller werden. Genau das quasi der Grund ist, warum es sich so anfühlt, dass wir gar keine Zeit mehr haben, weil wir die Zeit auch gar nicht mehr wahrnehmen können, richtig. Weil wir uns nicht mal hinsetzen und aus dem Fenster schauen, weil wir uns nicht einfach mal aufs Sofa setzen und nichts tun und einfach nur da sind und den Moment wahrnehmen und die Zeit wahrnehmen, wie zum Beispiel 20 Minuten verstreichen, ohne dass wir ein Ziel haben, ohne dass was erledigt werden muss, ohne dass wir über etwas nachdenken. Also völlig sinnfrei quasi, aber den größten Sinn, den es geben kann, sondern einfach die Zeit wahrzunehmen und den Moment wahrzunehmen. Vielleicht können wir mal da hinschauen und das ein bisschen in unser aller Alltag integrieren, dass wir uns einfach mal ja, entschleunigen und uns die Zeit nehmen. Entschleunigen, auch so ein Modewort. Wir müssen uns entschleunigen von der Beschleunigung, die wir herbeigeführt haben. Von dieser künstlichen Beschleunigung, die wir herbeigeführt haben. Wir wissen ja gar nicht mehr, was passiert denn dann, wenn wir 2 Tage mal nicht am Handy wären und 2 Tage mal nicht ins Internet schauen würden und einfach mal 2 Tage ja, das Leben so genießen, ohne soziale Medien, ohne Nachrichten, ohne ein elektronisches Gerät, wo wir reinschauen, sondern einfach die Welt so wahrzunehmen, die Zeit so wahrzunehmen, die Menschen um uns herum so wahrzunehmen, wie sie sind. Einfach mal ein Gefühl dafür entwickeln, wie es sein kann, einfach als Mensch in unserer Essenz wieder da zu sein und nicht in dieses technologische, in diese technologische Welt, die ja natürlich unglaublich viele Vorteile bietet, vollkommen hineingezogen zu werden. Ich denke, das entspricht ja auch nicht unbedingt unserer Natur, uns tagtäglich in irgendwelche quadratischen Räume zu setzen, unter Kunstlicht 10 Stunden mitunter unsere Zeit da zu verbringen, dann uns in einen quadratischen Kasten setzen, auf den Nachhauseweg machen und dann in unser quadratisches Haus zu gehen und dann wieder unter Kunstlicht zu leben. Vielleicht ist die Natur die Antwort, dass wir uns einfach mal in die Natur begeben. Ja, ich weiß, das hört sich alles so esoterisch und langweilig und was bringt mir das denn? Das ist ja immer so der Gedanke, den wir sofort haben, wenn wir irgendwelche Tipps hören oder wenn wir Ratgeber hören oder wenn uns jemand etwas sagt. Was bringt mir das denn? Alles wird sofort aufgewogen, ob es auch den Nutzen hat, den wir alle suchen. Dieses kleine Quäntchen des Mehrwerts, damit wir besser werden, damit wir noch ein Stück besser werden. Ich meine, das ist ja ein modernes Konzept, dass sich der Mensch entwickelt und in seiner Persönlichkeit entwickelt und weiterkommt. Ist ja jetzt nichts Neues, das wurde ja schon vor tausenden Jahren von den ganzen Philosophen in Büchern niedergeschrieben. Aber jetzt ist das irgendwie ausgeartet in die andere Richtung, dass wir uns quasi als die Funktionseinheit Mensch immer weiter optimieren müssen, immer weiter an die Grenzen des Möglichen gehen, damit wir, ja, warum eigentlich? Damit wir was tun. Was passiert dann am Ende? Damit wir immer besser werden, damit wir besser funktionieren, damit wir schneller arbeiten, mehr Geld anhäufen, mehr Kram kaufen, den wir dann wieder wegschmeißen. Wozu das Ganze? Also da darf man sich auch gerne mal Gedanken drüber machen, warum wir uns überhaupt reinziehen lassen in diese Spirale. Und gäbe es nicht andere Konzepte, nach denen wir leben könnten, wo es uns vielleicht besser ginge und wo wir dann nicht alle zum Therapeuten laufen müssten, weil wir dann
einfach viel ausgeglichener wären. Ich lade dich hiermit dazu ein, dir auch diese Fragen zu stellen. Vielleicht gibt es auch noch andere Konzepte. Vielleicht kann ich einen kleinen Baustein daraus nehmen heute und darüber nachdenken, mich zu entschleunigen vielleicht, Momente bewusst wahrzunehmen, einfach den Augenblick zu erkennen und wahrzunehmen. Vielleicht bekommen wir dann viel eher das Gefühl, dass uns die Zeit nicht wegrennt und die Zeit quasi nicht vorhanden ist, weil wir sie nicht packen können, sondern indem wir uns halt die Zeit nehmen, Momente auch wahrzunehmen und zu erleben, dass wir dann dadurch das Gefühl für die Zeit wieder bekommen und dass wir dann auch spüren, dass wir mehr Zeit haben, dass wir genug Zeit haben. Es ist nicht weniger Zeit geworden. Wir Menschen sind nur schneller geworden in allem, was wir tun. Und wir sind effizienter geworden in allem, was wir tun. Doch welche Frage haben wir nicht beantwortet? Sind wir denn glücklicher geworden mit dem Ganzen? Also, wir sind im Wohlstand viel eher angekommen als noch vor 100 Jahren. Wir haben ein angenehmeres Leben. Wir haben ein bequemeres Leben. Vielleicht findest du deine Antwort, wenn du über diese Fragen nachdenkst. Und ja, schreib mir sehr gerne einen Kommentar. Mich würde sehr interessieren, was du darüber denkst, über dieses Thema und wie deine Sicht auf diese Dinge ist. Und jetzt muss ich es auch sagen, wenn dir dieses Video gefallen hat, bitte einen Daumen hoch, dass ich auch sehe, dass es richtig ist, den Weg, den ich gehe, dass ich ein kleines Feedback von dir bekomme. Würde mich sehr freuen. Die Krönung wäre es, wenn du diesen Kanal abonnierst, damit du in Zukunft weitere solcher tollen Videos mit einem unglaublichen Mehrwert sehen kannst. Danke für deine Aufmerksamkeit, wie jedes Mal. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ja, jetzt noch ein paar kurze Outtakes quasi, nachdem dieses Video aufgenommen wurde. So, weil ich jetzt auch so optimal bin und so optimiert bin, werde ich direkt eine Story machen für Instagram. So. Es ist ja nur so, wir wollen ja alle möglichst viele Menschen erreichen. Also wir Content Creator, wie man so schön sagt, wollen ja so viele Menschen wie möglich mit unseren Videos erreichen. Und da probiert man ja die wildesten Dinge aus, um zu schauen, okay, passt das, kommt das gut an und ist das, was meine Zielgruppe mag und ihr gefällt. Also diese ganzen Regeln, die man dann befolgt und die alle dann befolgen, führen ja dazu, dass erstens alles immer gleich aussieht und nach dem gleichen Muster ist. Und zweitens führt das ja auch dann auch wieder zur weiteren Beschleunigung. Also diese Videos, die wir uns dann anschauen, werden immer schneller und schneller. Ich mache dir das jetzt als Beispiel mal da rein. Ich schneide jetzt mal diese kurze Passage extra schnell. Ich lasse die Leerräume, die ich sonst beim Reden benutze, mache ich weg, damit du mal siehst, wie das ausschaut, wenn man das macht. Also einmal Normalzustand und einmal alles schnell weg. Und das führt dazu, dass alles immer noch schneller. Unsere Sehgewohnheiten passen sich dem ja auch an. Und wenn wir dann jemanden haben, der da ganz normal redet, als normaler Mensch, so wie ich jetzt rede, ja, erscheint uns das allen langweilig, weil da nichts passiert, weil keine Effekte kommen, weil nicht 1000 Einstellungen gewechselt werden, weil keine anderen Blickwinkel zustande kommen, weil wir schon so daran gewöhnt sind, dass immer etwas passieren muss, dass wir mit mehreren Eindrücken konfrontiert werden. Und dies ist quasi eine Einladung für dich, dich dem herzugeben und das auszuhalten, diese Langsamkeit und diese One-Take-Kameraperspektive zu ertragen. So, das war es dann aber endlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.